machst denn du hier? Was machst denn du hier? Was ist denn los? Bist du noch süß oder musst du raus? Noch süß oder musst du... Bitte einmal aussteigen, wow. Und die Hände über den Kopf. Wow, okay. Einmal den Motor ausmachen, genau, und die Hände über den Kopf. Ich muss mal rumprobieren. Ah, nein. kann ich Ihnen versprechen, nichts Dummes zu machen und die Hände dafür nicht über den Kopf zu nehmen? Was? Kann ich Ihnen versprechen, dass ich nichts Dummes mache und dafür nehme ich die Hände nicht über den Kopf? Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ich glaube, vom vielen Pflücken und so. Dann folgen Sie mir mal bitte. Okay. Ich habe hier einen, der will was von Ihnen. Nein! Darum geht... Oh! Aber hallo? Ja. Hi. Können Sie bitte stehen? Ja, ich stehe doch. Wollen Sie mich festnehmen oder wie machen wir das? Nein! Ich bleib jetzt einfach mal stehen. Denken Sie denn, dass Sie hier bei Kokosnüssen, ja? Nein, ich nehme kein Geld an! Wenn Sie da jetzt was machen, dann enden Sie so wie viele andere. Und das wollen Sie nicht, das will ich nicht. Okay, ich verstehe. Okay. Ich werde mit meinem Chef reden, ich hoffe, Sie kriegen Trinkverbot in der Bar. Ach, Männer. Wir kriegen ein Verbot in der Bar. Wofür denn? Ja, dafür, dass sie mich hier mit Waffen bedrohen und zwingen, Geld zu nehmen. Wissen, dass also, der Barmann für uns arbeitet, ja? Mit einer Waffe bedroht. Ja, das habe ich so mitbekommen. Deswegen bin ich auch nicht überzeugt, ob das funktionieren wird. Aber trotzdem ist es scheiße von Ihnen. Drehen Sie keinen Leuten Geld an, die es nicht haben wollen. Ich schenke es der nächsten random Person, der ich begegne. Das garantiere ich. Oh, da ist ja auch schon eine random Person. Das perfekt. Das ist einfach der Startbonus. Ich brauche keinen Startbonus. Und schon gar nicht von jemandem, der meinen Chef gefragt hat, ob ich Hausbesuche mache. Das habe ich definitiv nicht gesagt. Der hat irgendwas falsch verstanden. Das glaube ich weniger. Mein Chef ist nämlich der beste Chef ever. Sie dagegen nicht so sehr. Also das glaube ich Ihnen gerne, dass Ihr Chef der beste Chef der Welt ist, aber trotzdem, der hat er was falsch verstanden. Ich glaube nicht. Ich hatte den lediglich gefragt, ob ich Sie mal kurz ausleihen darf. Schlimm genug. Ich mit ihm quatschen kann. Aber nicht während der Arbeitszeit. Ja. Warum nicht? Sie werden ja trotzdem bezahlt in der Zeit, oder? Aber ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich mit ihnen plaudere. Naja, also ich habe mit ihrem Chef das eigentlich so weit geklärt gehabt. So, zu was hast du denn schon alles gezwungen? Ich habe sie nur zu gar nichts gezwungen. Ich habe Es wird immer besser. Einfach nur wow. Männer. Alle doof. Außer die mit mir verwandt sind, Bruderherz. Aber das ist was anderes. Was? Mit dir verwandt? Dass sie süß ist. Und ob sie irgendwas da hat, das genauso süß ist wie sie. Und sie meinte ja Cola. Und die Cola ist nicht so süß wie sie, verdammte Scheiße. Wow. Unter anderen Umständen wäre das süß. Aber nein, ist es nicht. Sie sind trotzdem weiterhin süß, da ändert sich doch nichts dran. Oh, ja. Wie umstellt, oder was? Tut mir ja leid, die Dame. Wie muss ich sie... Ich hab doch nichts... Wow, was? Ja? Warum haben Sie jetzt die Hände hoch? Ich hab doch nichts verbrochen. Ja doch, Sie haben... Sie behandeln mich, wie wenn ich irgendwer wäre. Ja, aber wie muss ich Sie dann abweisen, damit Sie es verstehen? Ich will doch nicht abgewiesen werden. Ich will doch nur nicht mit ihm plaudern und Sie wollen halt nicht. Ich ja, das muss man doch zur Kenntnis nehmen, wenn jemand nicht mit einem reden will oder was auch immer. Das klang nicht nach Reden, was ich... Ist egal. Jedenfalls... Pup.
Jedenfalls ein guter Anfang Klar, macht ihr. zum nicht direkt abgewiesen wäre, Kuckuck, mir nicht so. Auflauern, meinen Okay, bin Kumpel auf Weg. sagen, er soll also ihrem Kumpel sagen, dass er mich mit Waffen bedrohen soll, damit ich Geld von ihnen annehme. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Also reden Sie jetzt mal mit dem. Ja, aber er schien nicht abgeneigt. Eigeninitiative. Er schien nicht abgeneigt. Die Idee hatte. Bitte ja, und was haben Sie dagegen gemacht? Ich sagte, er soll es nicht machen. Und was kann ich daran tun? Soll ich ihm eine Kopf... Eine, weiß ich ja, nicht, ihn schlagen zum Beispiel. Haben? Das wäre ein guter Anfang. Wenn Sie darauf bestehen? Dein Ernst, Bruder? Das soll mehr nach begrapschen als nach schlagen aus. Oh, okay. Au! Ja gut, das ist der erste Schritt zur Besserung. Brauchen Sie zufälligerweise einen LKW? Nein, ich habe schon mehr als ich brauche. Okay. Den Namen kennen Sie ja bereits. Ja. Und alles ruhig bei den Kokosfeldern von Ablam Babam. Ja. Sie mir nicht sagen. Okay, super. Ich habe mich in der Bar bereits vorgestellt. Ich heiße Sarah Agadi. Leute, die mich besser kennen, nennen mich Sagadi. Okay, also okay Leute. Du Frau Agadi. Ich habe meinen LKW vorhin eingeparkt. Mit einer Waffe. Und die Waffe ist immer noch drin. Können mich auch. Das ja, verstehen Sie schon wieder so falsch, wenn ich halt. Ihnen sage, Sie können mich duzen, glaube ich. Ich sag mal schließlich, Leute, die Sie besser kennen. Ich kenne Sie jetzt, lassen Sie mich lügen, 2 Stunden? Das sollte Ihnen zu denken geben. Du kannst die Funkfrequenz speichern. Sie irgendjemandem Geld andrehen, den Sie länger kennen. Was kann ich? Wie gesagt, ich habe schon die mehreren Leuten Geld gegeben, speichern. Die ich links auch oben. Nicht kannte. Und da habe ich auch teilweise sind schon... Die allermeisten haben sich nicht gezwungen, Geld anzunehmen, oder? Wenn du mal wiederkommst, kannst du einfach nur laden. Ich ja, gesagt, Sie die Einzige sind, die sich das bis Geld jetzt beschwert habt. Ach. Ja, tue ich aber. Und Sie sollten niemandem Geld geben, der es nicht haben will. Sarah, bist du auch noch da? Wie gesagt, ich gehe es jetzt verschenken. Wiedersehen. Ja, die ist auch da. Warum redest du nicht? Wo ist denn dieses Haku? Das ist Richtung Bananenfeld. Sollen wir da zu zweit hinfahren? Ja, cool. Ach, schreib dir mal, dass ich mitkomme. Weil sonst wollen die das und sagen, nee. Würde ich sagen, ich heiße, dann kannst du denen sagen, ich heiße Scope, das ist mein Spitzname. Weil ich diese Maske tragen muss. Komme gerne hin. Allerdings nur mit meinem Begleiter. Hier ist ein zweiter noch. Mit meinen Begleitern. Meinen Begleitern. Was ist los? Okay, du heißt Shot und ich heiße Scope, okay? Scope. S.Agadi. Yeah. Scope und du bist Shot. Nein! Ich hab falsch geparkt! Egal, es ist nur vor der Polizei. Nein. Es ist nur die Polizei. Was? Genau, die werden ja nichts sagen. Wegen Falschparken. Ich meine, abwegig. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Sarah Agadi und ich wurde gebeten, irgendwie hierher zu kommen oder ja, so. Ja, auch mein Name. Wer mich erwartet? Ach, Chef. Ja? Na, Waffen haben Sie nicht dabei, etc.? Nein, oh, natürlich nein. Nicht. Ah. Können die Herrschaften die schönen Masken abnehmen? Wissen wir? Ja, Vermummungsgesetz in der Form. Oder waren Sie gerade auf einer Feier? Oh ja, natürlich. Nicht. Genau, da kommen wir her. Wissen Sie, ich arbeite in der Ungefähr. Bar. Und damit die zwei ein bisschen unauffälliger sind. Es geht um tatsächlich einer ihrer Kunden. Wo geht ihr Freund hin? Hey, Kollege. Nee. Nein, das ist kein Freund von mir. Wo gehst du lang? Das ist keiner von uns. Ey, komm mal zurück jetzt. Ray, hier lang. Ray. Ja. Könnt ihr rumlaufen, aber hier könnt ihr eh nichts kaufen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir Sachen kaufen wollten. Ich hab, durch. Wir müssen hin. Dass er nicht Angst hat, dass Leute was mitgehen lassen, dass er glaubt, man will was kaufen. Das ist komisch. Schönes Geländer. Ja, sieht echt hübsch aus. Ja. Also, wie viele Kopf sind hier stationiert? Derzeit 26.
Oh, nicht schlecht. Wie viel? 26? 26, ja, ist ganz gut eigentlich. Aber die sind sehr aktiv, kommt mir vor, weil ich hätte alles auf mehr geschätzt. Oh. Eintreten bitte alle. Sehr hübsch. Hm. Mag voll. Sieht so aus wie bei meinem Zahnarzt. Oh nee, das sind diese Stühle, auf die ich mich nicht setzen kann. Och nee. Sie würden müssen wissen, leider. Ich habe ein Problem mit manchen Stühlen. Ich kann da nicht drauf sitzen. Das ist so ein Problem bei mir. Das ist so ein Tick, wissen Sie? Das macht nichts zu sehen, trotzdem hübsch aus. Die haben mir sehr viele Leute vererbt. Oh, okay. Was ist das denn? Interview. Oh, was ist das denn? Oh. Tag. Hallo? Nein, nicht? Von hier aus noch reinschauen? Ja, aber ich glaube, Sie erkennen den Herrn, ja? Ja. Pass. Er wurde tatsächlich mit Waffen am, am Kokosnussfeld gefunden. Er hat ihm erzählt, er wollte sich dort mit Ihnen treffen. Oh, wow. Ja, wissen Sie, das hier, das ist mein Stalker. Hat sogar jemanden engagiert gehabt, um mich beim Kokosverarbeiter, also bei der Kokosmilchfabrik, mit Waffengewalt zu bedrohen. Der ist ein richtiger Creep, der gehört, ich weiß nicht, für immer und ewig weggesperrt oder in die Klapse oder sonst irgendwo hin. Ich habe schon richtige Paranoia, deswegen meine Bodyguards. Weil er mir die ganze Zeit irgendwo auflauert. Ach, was würden denn Ihre Bodyguards gegen mich tun wollen? Das ist nicht der Punkt. Sehen Sie, er droht mir schon wieder. Er droht mir schon wieder. Ich drohe nicht Ihnen. Ich drohe hier gar keinem. Aber wenn ich diese Bodyguards ausschalten wollen würde, hätte ich das bereits getan. Sehen Sie, diese Drohungen? Und er laut mir auf und alles Mögliche. Damit gesagt, wollte er es tun, würde, hätte er schon. Da ich es nicht will und da ich ihnen auch keinen Schaden zufügen will, weiß nicht, ich tue halt nichts. Der schlägt Leute. Bei der Kokosfabrik hat er sogar jemanden mit einer Waffe niedergeschlagen. Das, wenn Sie das gesagt haben. Was? Das ist, warum würde ich so etwas sagen? Ich kannte den Mann nicht einmal. Ich habe nur gesehen, wie Sie ihn brutal vermöbelt haben. Mit einer Waffe in der Hand. Morrison, ist da was passiert? Nein, es ist nichts passiert. Ich wollte lediglich mit dieser netten Dame quatschen, aber die nette Dame, die weiß ich nicht. Ich habe da keinen Plan. Ich weiß will nicht. Das einfach nicht. Und der junge Mann akzeptiert einfach kein Nein und sucht immer neuere Extreme. Warte, ich hack es. Warte. Aber wie wär's, wenn Sie den Herrn doch mal. Also, dieses Hacken. Mir macht das gerade leicht Spaß. Machen ein bisschen was? Show. Ihnen macht das Spaß? Was sind Sie für ein komischer Polizist? Ich will hier raus. Ich will mich nicht austauschen, ich will ihn loswerden. Er ist ein komischer Creep, der Kellnerinnen auflauert. Ara, soll ich die Tür hacken und diesen Person da drin verschlägern? Der Herr ist ein echt netter Mann. Weiß es nicht. Sie einfach mal mit dem Herrn reden. Er ist doch nicht freundlich. Ich meine, welcher normale Mensch. Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen können, als sein komischer Freund mir. Ich kenne seinen Namen. Ich will das gar nicht. Warum muss ich mit meinem Stalker reden, wenn ich das nicht möchte? Ich stalke Sie doch gar nicht. Doch, wie nennen Sie das? Creepy irgendwo auftauchen und überhaupt? Das ist Stalken. Ich bin mit dem Auto nicht gefahren. Wow, das ist die beste Ausrede ever. Das ist Tatsache. Ja, aber Sie haben auch nichts dagegen unternommen, dass Ihr komischer Freund mich mit Waffen bedroht hat. Und Sie haben ja. Ich habe Ihnen bereits vor Ort gesagt, dass ich das nicht war. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich habe auch Ihnen gesagt. Ja, aber Sie haben auch nichts dagegen getan. Ich habe ihm auch gesagt, er soll das. Und Sie wollten mir schon wieder auflauern, bewaffnet am Kokosfeld. Nirgendwo bin ich mehr sicher. Sehen Sie das, Officer? Also, woher wusste er denn, dass Sie. Also, mir wurde gesagt, dass Sie sich dort treffen wollten. Ganz nein! Niemals! Verständlich. Ja, die Scheibe gezeigt. Also wollten Sie sich nicht mit dem Herrn treffen. Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich? Ganz ehrlich, ich bin hier das Opfer. Er ist der Täter. Was habe ich denn verbrochen, Täter. Verdammt? Ja, Sie lauern mir auf. Engagieren Kollegen. Also, wenn Ihr Kollege auf mich schießt, dann haben Sie auf mich geschossen. Oder wie wollen Sie das jetzt hier hinstellen? Wenn mein Kollege auf Sie schießt und ich stehe daneben und sehe ihm nur zu und dann gehe ich noch zu Ihnen hin und drücke Ihnen Geld in die Hand und verziehe mich wieder oder was auch immer oder dann habe ich sehr wohl irgendeine Teilschuld. Wobei, das kommt falsch rüber, das kommt so schadenersatzmäßig rüber, aber so war es nicht. Wie ein billiges Flittchen hat er mir einfach Geld zugesteckt, die Drecksau. Mach diese Tür sofort auf.
Aufmachen. Die Person umbringen. Also, ich kenne den Herrn Morrison ja. Wir haben eine innige Bindung im Bereich. Verstehe! Politik. Das heißt, sie haben sie. Das heißt, er hat sie geschmiert und deswegen haben sie mich hierher gebracht. Oh. Also. Aufmachen. Muss sagen, ich möchte ihn jetzt nicht verteidigen, aber der Herr ist manchmal etwas. Aufmachen. Aber er versucht sein Bestes. Aufmachen. Ja, aber dann. Die Person umbringen. Ihm noch eine Chance zu geben. Nein, der soll bei. Mit ihm mal zu reden. Ich meine, oder heute. Vielleicht ist er ja ein guter Kumpel für sie. Irgendwann. Okay, gute Idee. Und ich denke, sie könnten auch mit der Verbindung die Person rauskommen, halten wir sie. Viel anfangen. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Ich kann mich trotzdem nicht wie ein billiges Flittchen behandeln lassen. Auch nicht wie ein teures Flittchen. Das ist, darum geht es nicht. Ich behandle sie auch nicht so. Sagt, ich habe schon mehreren Leuten hier einen Startbonus gegeben auf diese. Ja, und sie sollten trotzdem akzeptieren, wenn jemand kein Geld annehmen will. Warum wollen Sie das Geld nicht annehmen, bitte? Weil das gegen meine Prinzipien verstößt. Ich nehme kein Geld an. Kein Geld, keine Schulden. Irgendeiner Art. So einfach ist es. Ja, aber schließlich haben Sie es trotzdem angenommen. Schaut, komm her. Wow, Mister schießt in die Luft, da hätte ich sagen sollen. Ah, okay, ich gebe Ihnen hier. Und außerdem, Sie sagten daraufhin. Genauso. Sie sagten daraufhin noch dazu, ja, so, wenn ich das Geld jetzt zurückgebe, dann geht's mir wie vielen anderen. Und dann schoss ihr Kollege in die Luft mit seiner Pipifax-Waffe, die trotzdem sehr tödlich aussah, und wenn auch winzig und unbedeutend. Anderen? Die anderen haben alle überlebt, oder? Wie was anderes? Das klang ganz anders. Das klang nach einer Drohung. Also, was ich sage, und wie Sie das verstehen, das ist halt ein großer Unterschied. Ich habe Ihnen zu keiner Zeit gedroht. Ja, das ist aber Ihr Problem. Und wenn das so rüberkam, dann tut es mir leid. Ich bringe die Person um. Ja, okay. Das klang ja fast freundlich. Ja, lassen Sie mich jetzt trotzdem raus, Herr Polizist. Ich hab Ihnen verziehen, aber sorgen Sie mich nicht und jetzt will ich hier weg. Geht diese Tür auf. Ich will die Person umbringen. Nein, wir gehen jetzt. Er hat sich entschuldigt. Das ist im Moment okay. Sie umbringen. Oh nein, jetzt rastet das übel. Oh, jetzt. Dann können Sie direkt auch nochmal hier bleiben, der Herr. Oh, nee, muss das jetzt echt sein? Hat hier gar nichts gemacht. Er kommt in meinen Scheißraum rein und droht. Moment. Erstmal ist das der Raum Ihres Chefs. So, okay, das ist in Ordnung, dass Sie es als Ihren Raum sehen, weil Sie sind das ja Staat hier. Ist wenn schon. Ne? Ich bin das ist kein Scheißraum. Natürlich, das ist ein Interviewraum. Ja, der sieht. Auf jeden Fall. Ja. Komm, Drohungen sind tatsächlich. Und wer sind Sie? Er bin ich, Schwester. Wer sind Sie? Schau mal aus, mein Name, schönen guten Tag. Da ich jetzt mein Taser ein. Achso, Sie sind der Doktor von vorher. Sie noch ja, genau. Okay, und das mag ich nicht. Er bin jetzt einfach mal Schwester. Nein, und ich bin Jungs, er hat sich. Er hat sich. Gehen Sie einfach aus dieser Tür raus. What the fuck? Einfach in diese Richtung. Ja, da ist noch einer von denen. Also, oha. Nicht von ihm da hinten, sondern da ein anderer. Aber der ist cool. Okay. Der ist John. Der muss cool sein. Ja gut, jedenfalls ist es im Moment in Ordnung, hey, lass uns trotzdem fahren. Und wir farmen natürlich keine Kokos-Zeugs mehr. Viel zu Mister. Absehbar. Danke für Ihre Aussage. Ja, danke, aber nein, danke. Sie sind so ein korrupt. Ich rede lieber nicht weiter, so, sonst kriege ich ein Bußgeld. Ich kenne das schon. Ja gut, ja. Jedenfalls auf Wiedersehen. Sie können ruhig offen reden, da habe ich kein Problem mit. Okay, Sie sind ein korruptes Bullenschwein. Was sich wahrscheinlich von meinem Stalker hat bezahlen lassen, damit ich hierher komme. So schaut's aus. Wie hieß eigentlich dieser Cop? Du hättest ihn nach seinem Ausweis fragen müssen. Er muss sich ausweisen. Ja, das ist schlecht. Polizist? Ja? Müssen mir Ihren Ausweis zeigen, oder nicht? Wenn ich Sie drum bitte weiß. Sonst weiß ich nicht, ob Sie ein echter Polizist sind. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis. 33, Nori Rock, Kadett. Ja, das ist so klein geschrieben. Rock. Ja, das sind die Dienstausweise von der Polizei, der kann da nichts für. Okay. Ja, na gut. Ich war auch Polizist, müssen Sie wissen. Na gut. Ah ja, no. Ah ja, wir haben ja geschrieben. Ah, ist ein schlechtes Zahlengedächtnis. Namensgedächtnis sind natürlich keine Zahlen. Ey, es tut mir leid, dass das jetzt so ausgeartet ist. Der Nächste, der sagt, dass es ihm leid tut, der es nicht so meint. War das ein Morrison gerade? An alles Morrison. Ich war hier drin. Ah, okay. Ups. Moment.
Ich bin hier irgendwie falsch. Das ist ein bisschen. Ja? Okay, ja. Weiß. So, der Herr da hinten, muss ich sagen, liegt mir ein bisschen am Herzen. Wissen Sie? Ah, ja, klar. Und wahrscheinlich auch in Ihrer Tasche. Umgekehrt, sie in seiner. Der Herr hat eine lange kriminelle Laufbahn. So. Er hatte ein paar Experimente mit Drogen etc. Und ich versuche ihn derzeit auf die normale Bahn zu bringen und. Aber ich glaube, Sie müssen gehen. Ich muss da mal nach hinten. Okay. Herr Pulse, wenn diese Person nochmal meine Schwester verlässt, werde ich sie umbringen. Dein so nett zu ihm. Er will wirklich nichts Böses. Er ist ein netter Mann. Aber manchmal. Jeder Stalker ever. Na gut, Herr Polizist, dann danke für Ihre Einschätzung und ja, auf Wiedersehen, aber hoffentlich nicht zu bald. Wenn er sie stalkt, rufen wir sie an. Wenn sie nichts machen, tun wir was. Okay? Deal? Ja, ich glaube, das war eine eindeutige Antwort. Kein Deal. Hoffe ich.